Es ist ein roter Teppich, der uns in die 90er katapultiert. Denn durch diese T-Shirts aus allen Ecken der Welt ist ein Burgerladen berühmt geworden. Ich hatte tatsächlich ein einziges T-Shirt mit Hardrock-Café drauf, das war mal mein Schlafshirt. Ich habe eins heute nicht an, aber ich hätte fast ein Outfit kombiniert mit so einem T-Shirt. Eins aus Las Vegas. Aha, und da war ich ungefähr die Hälfte von dem, was ich jetzt bin und habe es mir trotzdem in so einer Kindergröße gekauft, weil ich wollte das so als Crop-Top fast platzend haben. Das hat eine Zeit lang funktioniert und danach musste ich es an meine Nichte irgendwann mal weitergeben. Das ist das erste Show-Off, noch analog gewesen. Ja. Denn mit den T-Shirts der Hard Rock Cafés konnte man auch in einer Zeit ohne Instagram der Welt zeigen, wo man geurlaubt hat. Und die Kult-Burger-Kette der 80er und 90er gibt's immer noch. Immer noch im selben Look, Schriftzug wie seit der Eröffnung in den 70ern, Gitarren an den Wänden, auch wie damals. In Berlin feiert das Café gestern sein 30-jähriges Bestehen. Doch wie haben die das geschafft? Der Konkurrent Planet Hollywood dagegen hat bereits 1999 das Zeitliche gesegnet. Welches das Geheimnis? Bleibt dir treu. Das gilt ja nicht nur fürs Hardrock-Café, oder? Ich meine, eigentlich sagt man ja, eine Firma muss mitgehen, die muss sich verändern, muss mit der Zeit gehen. Aber vielleicht war es genau richtig, dass sie sich nicht verändert haben. Man weiß halt, was man bekommt. Egal, in welche Stadt du gehst, in welches Land. Wenn du zu Hardrock gehst, weißt du, was Hardrock dir liefert. 166 Filialen existieren bis heute in den Großstädten von 68 Nationen. Insgesamt 70.000 musikalische Ausstellungsstücke sind in den einzelnen Läden verteilt. Das erste Café wurde 1971 in London eröffnet, zog auf der ganzen Welt Mengen von Prominenten an. Geburtstage und Verleihungen finden damals in den Hard Rock Cafés statt. Die Marke ist in den 90ern Kult und kommt jetzt wieder. Und irgendwie scheinen es die 90er den prominenten Gästen gestern Abend am Berliner Kudamm angetan zu haben. Also wenn ich jetzt so machen könnte, würde ich so machen, dass ich in den 90er wäre. Die alte Zeit ist einfach geil. Naja, ich sehe mich auch schon zurück. Klar, also mir geht es von heute auch total auf den Nerv. Jetzt ist alles so schnelllebig geworden. Nichts hat mehr einen Wert. Also jetzt sind die Schönheitschirurgen natürlich besser, ne? Und es gibt noch ein Relikt, das sich seit dem Jahr 1993 gehalten hat. Die Coyote Ugly Bars, Kult geworden durch den gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2000. Und während ähnliche Bars pleite gehen, heizen Mädels in Hotpants wie vor 20 Jahren noch heute noch Männer tanzend auf der Bar an. Das ist ein Frauenbild, das ich jetzt nicht unbedingt teile. Aber hey. Mädels in Hotpants, das wird nie aus der Zeit fallen. Coyote Ugly, da haben doch die leicht bekleideten Mädels auf dem Tresen getanzt. Naja, deswegen gibt es auch noch. Aber auch nicht mehr lange. Auch nicht mehr lange, weil es ja 2022. Das ist das denn noch so erlaubt und passt das überhaupt in unsere Zeit? Tja, fraglich. Nach gestern jedoch kann man davon ausgehen, dass man auch in 20 Jahren in Hardrock-Cafés noch zwischen Gitarren und BHs 1 bis 10 Drinks nehmen kann.